Ich finde, war. Du bist Riesen, oder? Ja, ich bin Riesen. Irgendwas mit. Ich glaube, irgendwie Tante. Tante. Shanti. Ich bin Tante Shanti, ja. Markier mich gerne auf Instagram, @Shanti. Okay. Passt, danke, Bro. Ja, ganz gut. Hallo. Kann das nicht mehr? Das ist ja noch schlimmer als Phoebe und Eldos. Phoebe und Eldos? Ja, die haben mal gedatet. Die waren mal zusammen. Ja, die waren 5 Jahre zusammen. Im Leben nicht. Doch. Wann denn? Mit 10? Ja, Phoebe ist ja Wienerin. Die ging auf dieselbe Schule. Was glaubst du, wie bin ich damals auf Phoebe gekommen? Bei Wave? Ich sag das nicht. Chat, woher kommt Phoebe? Du und dein Erster oder so? Hä? Ja, jetzt, weil sie von ihrem Vater, der wohnt in Wien, aber sie ist zu ihrer Mutter gezogen. Schau, alle sagen Wien. Und sie ist dann von Wien nach Erfurt, nein, erst Sachsen und dann Erfurt alleine. Ja, Sachsen zu ihrer Oma. Ja. 20 cm können auch unangenehm sein. Ja, sind auch unangenehm, Chat. Vor allem, wenn du die in den Arsch trägst, ist das gar nicht. Melli, welche Unterhosenwäsche trägst du? Ich möchte schon wieder meine Themen haben. Ganz kurz, bitte. Also, ich habe so eine Hose mit Cut-out. Sprich, es geht nicht mal. Wie? Wie meinst du? Das heißt, du hast. Ja, richtig. Also, du. Wenn du dich jetzt anscheißen würdest, würdest du direkt in deine. Junge, das ist ja so ein Daily-Ding, oder? Melli sieht aus wie die Topmodels in diesen Ausmalbüchern bei meinen Schwestern. Oh! Ich glaube, er meint so Playboy-Hefte damit. Ach, du, egal was du damit meinst, beides cute. Bro, schau dir mal tief in die Augen, scheiß auf Chat. Ja. Nein, ich kann das nicht. Nein, sie ist gar kein Fleisch-Chat. Was denn? Ich hab's gerade gesehen. Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Euch. Nur dein Miet? Bei dir was? Euch. Würdest du sagen, du bist eine Premium-Chaya? Charakterlich ja. Zu 100%. Charakterlich? Ja. Nur wenn sie jetzt zahlt, finde ich auch. Also das 10 Jahre ist kein Fleisch. Fleisch zum Essen. Ja. Und auch kein Meat. Boah, wisst ihr was? Mein Vater hat mich heute angerufen. Chat, hört mal zu. Mein Vater hat mich heute angerufen. Wie geht's dich? Ich so, alles super, mir geht's gut. Und er so, ja, hab ich gesehen auf YouTube. Und er so, weißt du, was er gesagt hat? Er so, meine Approval hast du. Hat er gesagt. Und ich so, nein. Und ich hab gesagt, nein, die ist for the streets, deswegen. Hast du schon mal von Melli geträumt? Ich habe legit heute von dir geträumt. Weil ich auch eine bodenlose Macht. Ich habe geträumt, dass wir mit Freunden in irgendeinem großen Kinosaal waren. Ja. Ja, Gott. Ich kann das nicht sagen, Bro. Es ist ja nicht, der entspricht ja nicht der Realität, deswegen. Und dann wollte du mich ziehen. Ich schwöre auf meine Mutter. Okay, du warst richtig auf meinem Dick und wolltest mit mir Sex haben. Und ich schwöre. Und dann bin ich irgendwo neben aufs Klo gegangen, wollte zurückkommen. Und dann war irgendwie so all meine anderen Freunde da. Und dann war es irgendwie nicht mehr so. Und dann war der Wecker geläutet. Ich ziehen wollte, crazy. Ja. Würdest du mich so einschätzen? Dass du mich ziehen würdest, dass es passieren könnte. Mhm. Dass wir beide ziehen. Dass es so wie du gerade geschrieben hast mit dem Kino. Dass du dann mit mir. Ja. Oder? Ja, genau die komplette Situation. Nein. Kannst du ehrlich sagen? Nein. Nächster Zahl. Ich glaube, ich habe echt meine Karte nicht da. Fuck, ich habe die echt nicht mit. Mein Kopf ratet gerade und fragt sich, was du jetzt mir erwartest, was ich sagen. Kannst du zahlen? Ja. Ja? Du hast den Test bestanden. W. Melli, Chat. Halte mal Augenkontakt mit Melli, okay. Nein, nur so. Okay.
habe eine Frage. Wenn du jetzt jemanden kennenlernst und... Random Girl zum Essen. Ja, ja, genau. Okay. Also, ja, so sagst du es einmal gesehen und du weißt jetzt nicht so den Charakter, das richtig drauf ist. Würdest du dann auch mit der so reden? Wie mit mir? Also der ist auch off-chat so, ne? Der fragt auch off-chat, wie findest du Drakes? Die... Chat, finde ich, ich habe komische Gesprächsthemen, ja oder nein? Ja, jetzt beantwort mal ernst, bitte. Nein, logischerweise nicht. Okay. Aber ich kenne dich ja schon, deswegen, weißt du? Trägst du so geile Baddy? Oh, es geht sogar. Ja, ich habe meine Stimme gerade gehört. Aber ich muss es mal ein bisschen lustiger sagen, weil ich lese es ja voll hier langweilig vor. Und nicht so mit Elan. Können wir das nachher aufnehmen? Ja, können wir machen. Du kannst auch was Geileres sagen. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Hallo. Welcome to the Daddy Drexler Army. Genau, so muss es. So, bitte schön. Ich habe zwei Besteck gebracht. Ja. Welche Nationalität findest du attraktiv? Große. Ist ernst. Blondine. Achso. Schreib das mal mit drei Adjektiven. Drei Adjektive soll ich dich beschreiben. Mhm. Auf ernst. Geil, arschig. Okay. Du kannst auch erst Spaß sagen oder nach ernst. Mir egal. Aber. Careful. Wenn man sich halt so fürsorglich. Fürsorglich, genau. Liebens, ihr sagen, liebenswert, würde ich sagen. Ja, das ist geil. Also gut. Nützlich. Wow. Sag du drei. Ehrgeizig. Ja, humorvoll oder lustig. Willst du sagen, ich bin lustig? Ja, zukunftsorientiert. Gering verdiene ich. Ja, ich bin zufrieden mit meinem. Denkst du Melly lustig aus? Gerade wegen Essen und Zahlen? Ja. Aber das ist normal bei Frauen. Wer macht die Zeit öfter? Ich würde sagen, jetzt ausfindig. Oder nicht? Ja. Aber das sagt ja auch einfach schon. Natürlich, hat sie gut geschmeckt? Ja. Super. Mit Karte. Mit Karte? Ja. Soll ich rechnen auch mein Ladegerät? Keine Ahnung. Ach so, jetzt habe ich das gecheckt. Ich habe es auch nicht gecheckt. Also ich wollte gerade so einen Joke machen, wir haben es beide nicht gecheckt. Alles gut. Ich will hier nicht alle filmen. Lecker? Fandest du es lecker? Blockhaus? Mhm. Fand ich total. Also Real Talk fand ich echt nicht gut. Meine Haare, die sind überall. Von diesem Burger-Ding war so ein bisschen wässrig auch. Beim Reinschneiden ist richtig viel Wasser ausgekommen. Die Kartoffel war so ein bisschen hart. War das ein gutes Fummel? Okay.